die Maske ist fertig, hat wunderbar tatsächlich funktioniert. Gerade die Supports entfernt, einmal Probe getragen und jetzt gerade grundiert. Und ich bin bislang sehr, sehr positiv überrascht. Jetzt drucken gerade noch die... Jetzt druckt gerade der erste Filterbehälter. Der erste von zweien. Dann kommen noch die Filterbehälter-Caps. Also die Deckel. Und dann ist das Ding fertig. Vom Druck her. Und ich kann das Ganze morgen wohl anmalen und abschließen. Mal gucken, ob ich damit überhaupt irgendwo rein darf. Und das Ding wird höchstwahrscheinlich besser filtern als die meisten komischen T-Shirt-Jeans-Hosen genähten Dinger, womit die Leute aktuell alle rumlaufen, weil es einfacher ist, sich die zu holen, weil die ganzen, pardon, gelangweilten Näher und Näherinnen davon einfach 1000 Stück herstellen, anstatt kurz in die Apotheke zu gehen und sich richtige Masken zu holen. Und da ich da tatsächlich Filtermedium reinmachen werde, wird das genauso gut, ja nicht genauso gut, wird sehr gut funktionieren. Ist zumindest meine Annahme. Ich werde das alles noch ordentlich abdichten. Und dann geht das ab, die Luzi. Der Fluss hier, das Bächlein, sieht aber nicht so schön aus. Sieht irgendwie wie ein Brackwasser aus. So bräunlich ekel, bäh. Egal, die Verräter und seine Truppen sind in Lakonien. Der Verräter und seine Truppen, pardon. Gucken, was uns da erwarten wird. Ich habe so einen leichten Schmandfilm auf Ögen. Könnte davon kommen, dass ich gerade rumgesprayt habe in der Wohnung. Nein, sowas mache ich nicht. Sowas sollte man noch nicht machen. Macht sowas nicht, Leute. Gefunden. Panionos, schwerer Soldat. Ja, da geht's irgendwie ganz schön ab, habe ich so das Gefühl. Da sind sie. Das ist der Marmorsteinbruch, von dem Brasilas sprach. Ja. Die Waffen müssen hier irgendwo sein. Ich muss nur einen Spartiaten töten. Das wird einfacher, wenn die anderen nichts mitbekommen. Ja, ist jedes Mal so, aber es gelingt mir nie so. Ich meine, es wurden doch zwei Leute angezeigt. Ist der eine jetzt bis dahin hingegangen, aber der wurde uns doch eben auch als Quest-Map angezeigt. Also ich muss nur ihn da hinten killen, angeblich. Können wir ja mal ausprobaseln. Achso, und der Filter, den ich gerade drucke, oder Filterbehälter besser gesagt, dauert ungefähr 58 Minuten und wiegt 8 Gramm. Bin sehr gespannt. Ich hoffe auch, dass der passt, weil ich habe die Maske in 1,2-facher Größe gedruckt und den Filter jetzt auch. Weil das ja prozentual ist, müsste das auch hinkommen, oder habe ich da einen Denkfehler? Wenn ich die Maske einfach 5 cm länger und höher machen würde und den Filter halt auch, dann würde das definitiv nicht hinkommen. So viel ist mir sicher. Ist gerade nicht so gut. Ich muss ihren Befehlshaber ausschalten. Für die zwei Könige verraten die aber alle? Was ist das für eine Logik? Oh, ich habe schon mal einen Befehlshaber. Hä? Muss ich nicht verstehen. Muss ich alles nicht verstehen. Halt an die Schnauze.
Ich mache ja mehr Schaden, wenn gerade die Zeit verlangsamt ist. Das ist ja die Eigenschaft unseres Heldensets. Kann man das forcieren, dass die Zeit langsamer wird? Wie wird die langsam? Was muss man dafür machen? Keine Ahnung, ich bin der Meinung, dass das hier auch alles Verräter sind. So. Oder wissen die nichts von dem, was der Dude hier dödelt? Wäre eh falsche Richtung gewesen. Feinde sind einfach fucking OP, nach wie vor. Lass mich raten, ich... Werd hier nicht einfach mal so eben alle Leichen verschwinden lassen können, oder? Hier ist ja ein Schatz. Muss ich die Schätze auch nehmen? Nee. Ich weiß halt gerade noch nicht so ganz, was ich jetzt tun soll. Tobi Önest. Töte den spartanischen Verräter, zerstöre die Waffenständer. Okay. Aber wo sind diese? Sind das diese? Das sind irgendwie eher Gefängnisse. Oder Käfige. Gefängnisse ist vielleicht zu viel des Guten. Wurdest du attackiert von Pfeilen? Ich weiß auch, wo du bist. Ich renne nämlich gerade frontal auf dich zu. Und das war auch mein Plan, mein Freund. Versunkene Beinschienen. Einer von fünf geschafft. Wow. Einer von fünf. Es wäre so assi, hätte ich nur ihn freigelassen. Ich weiß, dass du weißt, wo ich bin. Super. Nein. Klar, kommt ihr aus dem Steinbruch. Ey, das ist doch so ein Wichsspiel. Es macht so absolut keinen fucking Sinn, dass er jetzt hier auf einmal erscheint, unten aus dem Steinbruch heraus. Absoluter Bullshit. Abso-fucking-luter Bullshit. Aber der ist ja nicht mit uns im Kampf. Heißt, er sollte eigentlich nicht wissen, wo wir sind. Mein Arm ist schwarz. Irgendwie finde ich das geil. Au! Aber nicht, dass meine Haare zusammengeklebt sind. Mann, ich will nicht gegen dich kämpfen. Verpiss dich einfach. Er geht natürlich hier lang, oder? Er geht jetzt nicht raus aus dem Lager. Der wird hier weiter patrouillieren. Was? Was? Ich hab nichts gesagt. Ich hab fucking nichts gesagt. Du ficke Facke, Alter. War wohl doch nicht. Okay, da haben wir nochmal einen Waffenständer. Attentätergürtel. Und Nummer 2. Wo ist der Rest? Ja, das ist auch gerade mein. Ja klar, kommt der dann hier auch her, oder was? Kannst du mir doch nicht erzählen, Digga. Ist halt nicht.
Ich hab keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Weißt du, jetzt rennt er wieder nach oben. So, warum? Hast du was gehört? Hast du was gesehen? Nein, also verpiss dich. Halt die Fresse jetzt. Ach, das ist ein zweiter! Okay, da ist einer. Da ist einer. Und da ist einer. Wir nehmen uns erstmal den vor. Ich glaube, dass wir an denen am schnellsten kommen. Warum sind hier zwei? Damit wären drei Waffenständer erledigt. Gleich fertig. Ja, ich weiß, dass Gegner dich angreifen. Tun sie schon die ganze Zeit. Vielen Dank für diesen überflüssigen Hinweis, Obi-Schmufft. Nein, ich brauche keinen Lichtlauf. Kann ich die Hinweise ausschalten? Das ist gerade ein bisschen nervig. Gameplay. Ich will halt nur, dass Tipps weg sind. Nachrichten sollen nicht unbedingt weg sein, aber Tipps sollen weg sein. Warum kann ich denn nur eines davon deaktivieren? Das ist doch bescheuert. Ja, verschwindest du jetzt bitte? Ich habe euch ausgeschaltet. Wäre sehr nett von euch. Okay, da wo wir schon die Truhe geplündert hatten, da war auch das Ding. Jetzt ist nur noch einer übrig. Ja, und der ist da genau in der Mitte, wo alle Anatide sind, oder was? Ich will nicht gegen Söldner kämpfen, es ist doch nur nervig. Alter, wie soll ich da auch hinkommen? Weiß der andere Söldner jetzt auch, wo ich bin? So wie er rennt, würde ich mal sagen, ja. Dolche sind gar nicht mal so schlecht, die sind echt schnell. Das gefällt mir. Ja, mach erstmal Angriff, den ich nicht blocken kann. Ist lustig. Hahaha. Ja, mach den Angriff, bevor das Blocksymbol kommt. Ist auch geil. Hey, guckt euch das an. Wenn man auf einen Gegner einschnetzelt und der einfach nichts an Leben verliert. Wo ist denn jetzt der Pfeil hingegangen, dass der nicht getroffen hat? Ich glaube nicht, dass du kurz einen Prozess mit mir machst. Homer. Homer. Gab's den Namen damals schon? Hätte den jetzt für einen etwas moderneren Namen erachtet als... damals im alten Spartaner- und Athenerreich. So, fertig mit der Scheiße. Ein Vorderspartaner verdirbt sie alle.
Damit sind wir auch 32 und damit können wir auch einen kleinen Aufnahmestopp hinlegen. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Haut da rein. Bis dahin. Tschüdelü.